So, willkommen zurück. Wir sind bei Luftanführungszeichen. Wir versuchen jetzt zum vierten Mal, ich wiederhole, zum vierten Mal eine Sturmtruhe zu finden. So, wie gesagt, eigentlich müsste ja die Sturmtruhe in irgendeiner der blinkenden Städte hier sein. Also wir sollen eine 28-Plus-Zone besuchen. Das machen wir jetzt auch mal zum, wie gesagt, vierten Mal. Bis jetzt habe ich immer noch keine gefunden. Ich probiere es und probiere es, aber ich finde halt einfach keine mehr. Und dann schon mal danke an alle, die bisher abonniert haben. Und die ganzen Likes und Kommentare. Also es freut mich halt schon, dass ich sehe, dass das irgendwie doch positiv ankommt bei euch. Und wie gesagt, als Dankeschön halt die PaySafe-Karte unten. Wie gesagt, alle 10 Abonnenten kommen eine Zahl dazu. Ich will die halt nicht verlosen, sondern in dem Sinne den belohnen, der sich mit dem Kanal wirklich auseinandersetzt. Quasi. Alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu und dann könnt ihr auf Paysafe selber ausprobieren, ob der Code funktioniert. Wie gesagt, ist ein 10-Euro-Code. Und ich hoffe, ihr könnt dann damit was anfangen. So, jetzt probieren wir die Kiste, das wohlgemerkt vierte Mal zu finden. Also, ein bisschen genervt bin ich schon von der Aufgabe. Jetzt gucken wir mal hier, wie es hier aussieht. Dann, 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 dann. Ich weiß noch nicht, ist die einfach in Häusern drin? Also kann ich quasi schon vorbeigelaufen sein. Ich weiß bald langsam echt nicht mehr, wie ich das machen soll mit der Suche. Dieser Bereich wird gleich von einem Monstersturm verwüstet. Wir haben 20 Minuten, um die Überlebenden zu evakuieren. Überlebende in Gefahr! Monster im Anmarsch! Ich bin ein Bär. Genau. So. Wie gesagt, das ist halt einfach eine Truhe, die im Boden steht, wo ein Sturm drumherum ist. Also es ist auch nicht groß oder so. So, jetzt hat man den Kamerad Bild machen. Nein. Wie gesagt, es bringt ja nichts, wenn ich euch eine Folge hochlade, wo ich eine Mission nicht schaffe. Unglaublich, Kommandant! Gute Arbeit! Weiter so! Geht nicht! Überlebender in Gefahr! Es sind zu viele! Ich würde hier erstmal hier hin. Ja, für die Kiste hier zu suchen ist natürlich doch blöd, weil hier so viele Mobs sind. Ich will natürlich den anderen hier auch mit. Mission versäumen. Einer ist da noch. Oh, wo ist denn der Mob? Da, oh, der rennt gerade vorbei. Leben retten. Das wird da hinten angezeigt. Aber ich glaube, das ist, weil er da ist. Suche den Standort des Medkits auf deiner Karte. Brauche aber eher nicht. Entschuldigung. Eine Schatzkiste und kein Medikit. Ich höre zwar eine Schatzkiste, aber ich weiß nicht, ob es die ist. Aber ich vermute mal eher. Überlebende in Gefahr. Wie gesagt, eine stinknormale Kiste und da sind Sturm drin. Aber wie ihr seht, ich finde sie einfach nicht. Was im Haus ist. Ich höre hier nämlich noch was. Schön wär's. Ist es das? Nee, wird mir glaube ich nur angezeigt. Doch, hier ist sie. Juhu. Oh. So, jetzt müssen wir die Kacke finden, alles kaputt machen, glücklich sein. Ich bin ein Bär. Wenn man fast 2 Stunden lang eine Mission macht, das nervt halt dann. Hier ist Hilfe, bekomme ich auch. Ich war ein Bär.
wie... Aber ich bin doch eben, glaube ich, da dran vorbeigegangen. Ich bin doch vorne gegangen, meine ich. Alter, jemand aber richtig Halligalli um die Kiste. Aber ich steht schon mal, dass ich es geschafft habe. Sie sind da draußen. Und sie sind couch. Ja. Ja, treib es doch. Noch ein. Entschuldigung. So, jetzt haben wir es geschafft. Schön wär's. Danke, danke. Schon mal danke für die Mission. Ihr seid auf jeden Fall mal auf YouTube. Ja, du auch. GGVP, Bruder. Ach, du bist Deutscher, du verstehst mich sogar. Wie gesagt, einfach Family Hack suchen auf YouTube. Geht nicht. Abo da lassen, kannst du gar was gewinnen. So, jetzt gehen wir hier erstmal die Überlebenden sammeln. Die Mission müssen wir immer noch erfolgreich abschließen, sonst bringt das nämlich alles nichts. Hier rumlaufen ist ja meistens ein Überlebender, weil die irgendeinem hinterher rennen. Mal gucken, wo ist hier was noch nicht erkundet? Ah, unten. Überlebender in Gefahr! Ja, und wo? Gut gerettet! Sehr schön. Oh, hier läuft irgendwo neben dem Monster rum. Achte auf den Himmel! Geht nicht. Ich komme schon zur Hilfe. Bruder, mach deine Mission. Mach jetzt keinen auf Stalker. Yeah, welcome auf YouTube. You must subscribe. So, weiter jetzt hier. Auf den Überlebenden. Echt so happy, dass ich die scheiß Mission geschafft habe, gell? Wenn man echt anderthalb Stunden jetzt hier sitzt, will eigentlich nur gerade noch ein Video aufnehmen und will die Mission schaffen, um weiterzukommen und nichts funktioniert. So. Bestimmt etliche Überlebende, die noch hier in der Natur rumeiern. Die gammeln doch immer hier rum. Ah, danke, hast mir schon mal schön Weg gebaut. Ja, wie habe ich gesagt? Kein Bär. Wieder ein Leben gerettet. So, das war der nächste. Bruder, ja, du hast es geschafft ins Video. Glückwunsch. So, gucken, ob hier noch ein Überlebender rumeiert. Sache, Mission haben wir definitiv schon geschafft. Müssen halt jetzt schon ein bisschen für Bonus noch einen sammeln. Ja, 2, 3. Ich sehe hier gerade nicht wirklich einen. Böse Jungs. Zack, zack, zack. Aha.
sichern. Der Ratterer. Stehen wir hin. Gehen hier hin. Oh oh. Gar keine Lage. Sie verdienen. Danke für deine Freundschaftsanfrage. Aber Bruder, ein Abo hast du noch nicht da gelassen. Schäm dich. So, wo ist hier die Hexe? Meine Waffe ist gleich auch kaputt. Ich muss schon wieder eine neue herstellen. Der nächste überlebt. Bleibst du tot? Ist das dein Ernst? Alter, wer ballert denn jetzt hier rum? Entschuldigung. Wir brauchen eine größere Basis. Na komm mal hin. Gib mir mein Geschenk. Hat sie kein Geschenk für? So, guck mal, ob hier hinten noch einer ist. Überlebender in Gefahr. Gibt's da ein billiges Holz? Ey, ich glaub's hier nicht. Lang hält meine Waffe nicht mehr. Die hier Randale machen, ey, wegen so einem Überlebenden, ey. Unglaublich, ey. Nice, Bruder. Er braucht wohl auch noch ein paar Steinchen. Ja, Sache, davon kann man eigentlich nie zu viel haben. Überlebender in Gefahr. Ach, wo denn jetzt schon wieder? Ich gucke nur gerade, ob hier irgendwas an den Wänden ist. Ach, nicht schon wieder Medikit. Ist ein Schwebe. Auch mal nachladen, bevor man mich sieht. Suche den Standort des Medkits auf deiner Karte. So, zack. Du immer mitnehmen. So, Medkit, Medkit, Medkit. Was ist denn da hinten irgendwo? Mehr Menschen, weniger Leichen. Was will man mehr? Gesucht, gefunden. Boah, gute Arbeit, weiter so. So, hat das abgegeben? Nein, scheinbar nicht. Ah, ah. Na, bei dir sieht das so einfach aus. So einfach, mitten im Medikit holen. Ach, was hast du denn jetzt vor? Mehr.
Steine brauchen auch keine mehr. Ja, hier haben wir eben die Aufgabe. Ja, ein bisschen was bauen schadet nie. Gibt mehr Punkte. Ich weiß gar nicht, wie ich hier schon war. Ja, das ist, wenn man zu schnell will. Ah, steuere ich mich schon, oder? Kann sein, dass ich schon einmal im Kreis gelaufen bin. Ich glaub ja. Aber hier ist nämlich gar nichts mehr. Außer normale Steine. Aber die brauchen wir jetzt nicht mehr. Noch da unten in der Mitte noch was ist. Ja doch, da hängt noch was an der Wand. Ich sage, die Aufgabe haben wir ja eh schon geschafft, von daher kann man sich ein bisschen mal hier was gönnen. Ah, siehst du, so der Erz kann man immer gebrauchen. Ich weiß gar nicht, kann das hier auch drin sein? Ach Junge, ist das denn ernst? Jetzt will er mir anfangen, um den Geist zu geben. Er wird mir jetzt um den Geist geben. Ich gebe euch Brief und Siegel drauf. Ich höre ihn schon wieder hinter mir. Ist ja schlimmer als ein Stream-Sniper. Das ist mein persönlicher Schatten. Was sind hier denn überleben da? Ach, hier vor uns noch. Zack. Wow, das war ja sehr schwer. Denkt, ich wäre da. Jetzt, wo ist er hin? Kapaklau. Boah, 3 Minuten, ey. Warum muss die Aufgabe wirklich 20 Minuten dauern, ey? Und ich sag, verfallen, super. Fallen. Mit PF. Ja, wir haben dich jetzt alle gemerkt. Gibt's aber auch nicht auf. Noch 2 Minuten, bis ich dich da rausholen muss. So, was macht er denn jetzt? Meint er jetzt? Oh Mann, Leute. Geht nicht. Ja, und jetzt? Super. Du wirst es. Was willst du mir jetzt mitteilen?
Weißt du was, ich meine jetzt einfach mal laut. Was ist das? Bruder, kannst du reden? Warum machst du so auf einen YouTuber, der über 100.000 Abonnenten hat? Warum gehst du mir auf den Sack wie ein kleines dreijähriges Kind? Ich wollte dich die ganze Zeit fragen, deswegen bin ich dir gefolgt. Ach so. Verstehst du, damit ich deine Aufmerksamkeit erregen kann? Ach so. Dann Glückwunsch dazu. Nein, weil Ding, ich wollte dich die ganze Zeit fragen. Tja, weil ich schon Spaß da drin hab. Aber 18 Abonnenten, Mann, ich kann dir voll helfen, noch mehr zu bekommen. Nein, es sind 20 schon. Wow. Ich kann dir auch gleich deabonnieren, wenn du willst. Das ist die Überraschung. Schau mal meinen Kanal an. Ach, das ist Werbung für deinen Mann. Schau mal ganz kurz vorbei. Kann ich gleich machen. Gleich geht's los. Ich hab, glaube ich, 20-fach so viel. Okay, nicht 20-fach, sondern 150-fach. Okay. 100-fach. 150. Gut, dafür habe ich halt bei Twitch wahrscheinlich ein bisschen mehr. Was hast du auf Twitch? Dann such einfach mal nach Koblenzer 1986, das ist nämlich mein alter Kanal, aber auf Twitch habe ich keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Weil da hatte ich 3.500. Ich kann's nicht fassen, das waren fast alle. Was hast du gestreamt? FIFA. Ist das dein Ernst? Follower oder wie? Ja. Und wie viele Live-Zuschauer? Wie viele Live-Zuschauer? Ja. Also 100 zu Bestzeiten. Ja, hatte ich auch. Ist schon vorbei. Ich hatte auch mal 500 Abonnenten. Aber das ist alles runtergegangen, weil ich so inaktiv war seit 3 Jahren. Ja, deshalb, ich mache das hier eigentlich nur einfach just for fun. Ohne irgendwelche großen Hintergedanken. Ja, kannst du verstehen, Mann, aber halt ein Aufruf vom Video. Tja. So als würdest du selbst reden. Ja gut, du weißt ja selber, wenn du Videos machst, redest du immer mit dir selber quasi. Ja, schon. Auf ein paar Videos hast du sogar 19 Abonnenten. 19 Aufrufe. Auf ja, ein Video. Ja, ich sag, es wird langsam. Es wird langsam. Ja. Ich habe gute Tipps, wie man ganz schnell vorankommt. Ich will ja nicht. Komm mir jetzt nicht an mit Abo Train. Nein. Ganz einfach, auf Instagram kann man ja diese. So, der Kamerad ist dann jetzt erstmal kurz weg. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen damit. Ihr müsst halt einfach nur diese Kiste finden. Und dann am besten, wie ihr gesehen habt, es ist schon schwerer, zu zweit versuchen, das zu lösen. Und wie ihr gesehen habt, man trifft halt einen und der ist größer und hast du nicht gesehen. So, ich hoffe, ich konnte euch halt, wie gesagt, damit helfen. Wäre nett, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet. In dem Sinne, haut rein.